Hey Leute, wenn ihr in Zelda Tears of the Kingdom genauso dämonisch und cool aussehen wollt wie ich gerade, dann bleibt auf jeden Fall im Video dran, denn ich zeige euch, wie ihr diese Phantomrüstung bekommen könnt. Sie erhöht eure Angriffsstärke und lässt euch natürlich auch richtig geil aussehen. Und falls euch das Video gefällt, würde ich mich auf jeden Fall über einen Kommentar, ein Like oder ein Abo freuen. Also wir fangen jetzt direkt an, ich zeige euch, wie ihr zuerst den Helm bekommen könnt. Also auf der Karte seht ihr jetzt, wo genau ihr hin müsst. Das ist ein bisschen südwestlich von Firone, genau hier unten. Ja, wenn ihr das noch nicht freigeschaltet habt, also das Gebiet hier, dann findet ihr das wahrscheinlich nicht. Also müsst ihr erstmal den Turm suchen. Also auf jeden Fall, wenn ihr dort angekommen seid, dann müsst ihr hier die Klippe runterspringen und auf der anderen Seite hier findet ihr eine Höhle, die eine Öffnung hat, da oben. Da müssen wir jetzt hoch. Ja, wie machen wir das? Also wir landen erstmal und dann sind hier in der Nähe Raketen. Hier zum Beispiel auf diesem Felsen ist eine und die schnappen wir uns jetzt und benutzen Synthese, um sie an unser Schild zu befestigen. Dann drücken wir einfach LZ und dann können wir schon nach oben fliegen und gelangen in die Höhle. Oben sind zwar zwei Gegner, aber die könnt ihr ignorieren, ich habe sie gar nicht beachtet. Lauft einfach den Weg, den ich laufe und ihr kommt zu einem Altar. Dort ist eine Truhe und ihr könnt euch den Helm rausholen. Dazu lauft ihr einfach an diesem leuchtenden Stein vorbei und dann hier rechts sollte der Altar auch sein und ihr seht schon die Truhe. Einfach öffnen und darin ist der Helm. Als nächstes schnappen wir uns die Hose, also von hier, wo der Helm war, müssen wir ganz weit nach links in die Gerudo-Wüste und zwar genau hier hin. Und hier seht ihr, wenn ihr reinzoomt, ein paar Löcher, das sind alles Höhlen und ihr müsst genau in diese Höhle rein. Hier habe ich eine Markierung gesetzt und wir gehen jetzt da erstmal hin. Aber auf dem Weg dorthin werdet ihr einen ganz großen Sandwurm entdecken, der könnte euch töten, wenn ihr nicht aufpasst. Ich habe einfach mehrmals versucht, den zu überlisten und einfach wegzurennen und so und das hat irgendwann geklappt. Und wenn ihr dort seid, springt ihr einfach in diesen Wirbel rein und werdet nach unten transportiert. Dort ist auch gleich der Altar mit der Hose. Schaut euch in diesem Raum aber noch einmal um, denn oben an der Decke klebt ein Frosch. Wenn ihr den abschießt, bekommt ihr noch ein spezielles Item. Und unten, wo ihr gelandet seid, ist auch noch eine Truhe mit einem Opal. Jetzt habt ihr schon 2 von 3 Items der Phantomausrüstung eingesammelt. Und wir gehen uns das letzte Stück, also die Rüstung an sich, holen. Die befindet sich genau an dieser Position, wo mein Pfeil gerade ist. Wenn euch das jetzt zu schnell ging mit der Karte, dann pausiert das Video und macht einen Screenshot, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst. Also wenn ihr dort angekommen seid, müsst ihr wieder die Klippe runterspringen. Unten ist ein Fluss, der dort auch endet und er geht über in eine Höhle. Und wir laufen jetzt einfach gemeinsam dahin. Also, hier geht's gleich runter. So, und da sehen wir auch schon den Höhleneingang. Höhle am Tamion-Fluss, so heißt die, im Tabanta-Grenzland. Und hier werden 2 Gegner erscheinen. Ich habe die einfach komplett ignoriert, die haben mich auch nicht weiter verfolgt. Ihr müsst einfach da in Richtung der blau leuchtenden Kristalle laufen. Und dort befindet sich dann auch der Raum mit dem Altar. Und dort ist natürlich auch die Phantomrüstung, aber gleich kommen wir zu einem Problem. Wir laufen erstmal komplett zur Klippe und dann zeige ich euch, wo das Problem liegt. Also genau gegenüber von uns, weiter oben, ist der Altar mit der Truhe und unten ist dieses schreckliche Monster. Und wenn euch das erwischt, seid ihr so gut wie tot. Also was habe ich jetzt gemacht? Ich habe es erstmal bombardiert mit Bombenfrüchten, hat aber nicht sehr viel gebracht. Das Teil kriegt zwar Damage, aber so viele Früchte hatte ich gar nicht und wir müssen auf jeden Fall eine Bombenfrucht übrig lassen. Ich bin dann einfach auf die nächste Plattform hier gesprungen, habe das Teil weiter genervt, also hier bin ich auch nochmal hingeflogen. Ja, und dann habe ich Feuerfrüchte draufgeschmissen, hat auch nicht viel gebracht und am Ende habe ich dann irgendwie, keine Ahnung warum, eine Sonau-Energiesphäre draufgeschmissen. Das seht ihr gleich. Erstmal habe ich hier versucht, das irgendwie zu penetrieren und dann kommt die Sonau-Energiesphäre. Warum ich die runtergeschmissen habe, weiß ich nicht, aber offenbar wurde das Monster dadurch irgendwie abgelenkt und ihr seht, dass es dahin läuft und dann hatte ich Zeit, hier reinzufliegen. Und zwar so. Und dann bin ich außen rum gelaufen. Und hier ist gleich eine Wand, die wir bombardieren können. Deswegen brauchen wir auch eine Bombenfrucht. Zack, das muss jetzt schnell gehen. Das Monster kommt euch trotzdem hinterher. Hier Donnerblume. Ich habe aus Versehen jetzt irgendeinen Scheiß gebaut. Und jetzt nochmal. Boom.
Und so, jetzt können wir da hochlaufen. Hier kommt das Monster uns nicht mehr hinterher. Und so bin ich dann zum Schrein gekommen. Und hier befindet sich natürlich der letzte Teil der Phantomrüstung. Also, bei dieser Stelle habe ich ungefähr 10 Versuche gebraucht, bis ich es geschafft habe, dass das Monster mich nicht erwischt. Also, ihr werdet das auf jeden Fall hinkriegen. Ja, und da ist auch schon die Rüstung. So sieht sie aus. Ich finde sie richtig stylisch. Und sie erhöht einfach eure Angriffskraft. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Und nebenbei sieht sie auch noch richtig cool aus. Also Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, der Guide hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Abo, ein Like, einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und bis bald. Bye, bye.